Ich mach ganz schnell, wir machen ganz schnell kurz diese komische YouTube-Gedöns-Zeug, okay? Wir machen es jetzt richtig unangenehm kurz, okay? Ja, ich kann mir übrigens auf Twitch und Instagram folgen. Auf Twitch streame ich jeden Tag. Yo, das geht ab, jetzt kommt zu einem weiteren YouTube-Video auf meinem Kanal LMAOHHXD f***ing Dude. Ah, Digga, das ist so f***ing weird, ne? Und auf Instagram seht ihr Daily Stories und wir sehen uns dann, ja, im Video. Hallo, Peter Barnes, go. Ja, haha, moin Leute, was geht? Das ist mein erstes Mal Crafthack für all die Fragen. Die Leute, die Crafthack kennen oder bei Basti schon das Video gesehen haben, wissen, was mein Versuch mit diesem Gebäude war. Das sollte ein McDonald's sein, aber ist jetzt im Endeffekt irgendwie ein Schlachtplatz oder so geworden, kein Plan. Weiß ich ja selber nicht, was sein soll. Und, ja, ich habe mich jetzt auf einen anderen Fokus gesetzt. Erstens ist Basti seine, LMAO, vollgejiste Wüste hier hinten. Direkt mein Nachbar, dann ist da hinten Venicraft. Und, ja, genau. Ich zeige jetzt kurz meine Butze, was ich so vorhab zu bauen, was bei mir drin ist. Ich habe hier erstmal schön Kisten mitten im Weg vom Raum. Kein Problem. Kleinen Balkon für die Vibes. Weißt du, man muss halt grinden für seine View im Endeffekt. Und weil ich für die View gegrindet habe, habe ich das, was ich habe. Genau. Ich zeige jetzt das Beste in meinem, was ich in meinen Augen das Beste, was ich bisher gebaut habe, in meinen ganzen Augen, in ganz Craft Attack, ist dieser Keller hier. Was dieser Keller hier sein soll, verrate ich euch nicht. Müsst ihr selber raten. Leute, die gewisse Sachen kennen, wissen, worum es sich hier handelt. Ist aber noch nicht fertig, noch nichts fertig, alright, noch nichts fertig. Ja, mehr ist es hier nicht. Das ist actually ein kleiner, feiner und süßer Raum, Euphemi. Ich werde es euch nicht verraten. Bisher ist nicht viel passiert, ich bin auch vielleicht eventuell, ja, ein paar Mal gestorben. Ja, was verpasst ja, aber Kaldos genauso. Oh mein Gott! Hm? Oh nein, Danny. Du kannst legit nicht sterben, was hast du gerade für Rüstung? Hol die. Halbes. Protection. Minus 320 minus 420, merkt es, 320 minus 420. Aber yo, ja, wie ist der Golem denn aus? Sieht ja voll gestreckt aus. Kill ich jetzt. Kannst du mal ein bisschen einen Schnorrer machen. Man kann einfach killen von anderen, ne? Aber die Kühe killen. Er soll es halt schon vorher fragen, ne? Danny. Danny. Brot 1. Danny? Was ist da passiert? Ja, so ein Spawn. Junge, es ist so weird für YouTube zu reden, ne? Und jetzt baue ich hier einfach, ja, irgendein dunkle Festung für mich. Das heißt dunkle Festung halt so mitten in so Sanddingern rein so. Kann mal Basti kurz zeigen, was bei Basti da abgeht. Basti hat seine Wüste noch weiter voll gejizzt. Wir entern kurz die Calmzone today. Das ist Bastis actual Calmzone. Da lädt Basti sein Leben und hat auch Basti seinen Spaß. Und ja, ist auch was sehr, sehr Schönes. Warum ist hier ein fucking Alpaka? So, dude. Er spuckt nicht? Spucken die nicht? Junge. Die Arschlöcher. Ich hab mich voll erschrocken. Aber ja, genau. Ich glaube, das ist hier so mein Crafting-Teil, was ich hier machen werde. Ich habe vor mit Fabo, ich weiß nicht, inwiefern Fabo aktuell ist bei Craft Attack, aber Fabo hat ja vor, Konoha zu bauen. Ich werde da meinen Beitrag beisteuern und werde eventuell den Ushuya-Tempel da bauen. Und ja, das, also ich schwör's, meine Butze ist Killer. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, okay? Klar, es ist zum ersten Mal, dass ich so richtig Survival spiele. Wirklich das allererste Mal, dass ich so richtig Survival spiele. In ganz Minecraft, davor habe ich halt, wie man mich kennt, nur PvP-Videos gemacht und alles so. Ober, genau. Aber, ja, das ist mein first time real survival. First time real survival. Also ernsthaft. Und ich habe gar keinen Plan vom Bauen. Deswegen lacht mich nicht aus, wenn ich irgendeine Kacke hier hinbaue. Ich versuche mein Bestes, okay? Ich versuche wirklich Herzenskraft, mit der Kraft des Herzens, wirklich mein Bestes, hier irgendwas zusammenzubauen zu kriegen. Aber, ja. Wenn man es nicht kann, man versucht es, okay? Aber alle anderen meinen, ich versuch's nicht mal. Also ich werde immer ausgelacht von meinen ganzen Freunden. Deswegen, ja, lache ich die zurück aus, wenn die irgendeine Kacke mal bauen. Weil das ist der System-Cousin. So. Alright. Ja, ich glaube, mehr habe ich da nicht zu Craftattack at this point zu sagen. Wenn ihr keine Hashtag Craftattack-Streams verpassen wollt, haha, LMAO, checkt mein Twitch aus. Folgt mir auf Twitter, um immer zu sehen, wenn ich live bin. Und, ja, ich glaube, das war so grob mit der ganzen Craft-Hack-Materie, die ich jetzt hier für dieses Video hier sagen kann. Hoggers Explanation Mark, genau. Och, Digga, ich falle hier in mein Loch rein. Genau, mehr habe ich, glaube ich, eigentlich nicht zu sagen zu dem Craft-Hack. Ich bedanke fürs Dabeisein von Craft-Hack. Ich bedanke fürs Anschauen des Videos. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Und, ja. Das war's auch dann in der Hinsicht mit Craft-Hack. Folge Nummer Uno. Jetzt sein Tun, wie er sie ist. Lasst ein Like da. Abonniert mich auf YouTube, checkt meinen YouTube-Channel, folgt mir auf Instagram, auf Twitter, um nichts zu verpassen. Und das war's dann mit dem YouTube-Video. Ciao.